Radio Regenbogen. Katrin kocht. Heute um Papaya Gazpacho. Ich kann es kaum aussprechen. Das ist so. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, es ist suppenähnlich und man isst es kalt. Ich habe das noch nie gegessen. Der heiße Sommer kommt bestimmt und wir machen eine kalte Suppe heute. Und ein bisschen anders als die klassische Gazpacho, die mir eher mit Tomaten, Paprika, Gurke gemacht wird, machen wir eine mit Papaya. Mhm. Noch gibt es ja richtig schöne Reife. Papaya, Gurke, ein bisschen Karottensaft. Die Paprika kommt nur oben drauf zum Topping, zusammen mit Sesam und Schwarzkümmelsamen. Mhm. Und wir würzen das Ganze mit ein bisschen Chili und Dukka. Dukka ist eine Mischung aus Kichererbsen, Sesam, Minze, Thymian, Koriander. Es kommt aus der Levante, orientalische, also so ostmediterrane Küche. Und ich fange einfach mal schon nebenbei an, diese Papaya zu entkernen. Mhm. Und ich schneide eine Zwiebel. Du schneidest bitte, du häutest die Zwiebel und ich brauche die auch nur grob geschnitten. Es wird alles püriert, fast alles, bis auf die Paprikawürfel und die Kerne. Mhm. So, das reicht auch schon. Machst du bei so einer Zwiebel eigentlich immer nur das ab oder auch die äußere Schicht? Je nachdem, wie die äußere Schicht aussieht. Ja, so zum Beispiel. Da würde ich sie abmachen. Okay. Also die ist schon weiter getrocknet. Das ist aber eine Frage, wie alt ist die Zwiebel, weißt du? Mhm. Ist die nächste Schicht schon betroffen vom Trocknen oder noch nicht? Ja. Weil hier habe ich ja immer bei dir so Erkenntnisse, dass ich bisher alles falsch gemacht habe in der Küche. Ach, alles aber, nicht, aber. Aber das meiste. Ja, also zumindest das habe ich ja richtig gemacht. Ja, wenn so ein bisschen sagen, grob hacken, also 3-4 Mal durch, das reicht. Wie gesagt, wir pürieren das ja. Mhm. Ja. Kannst es auch dann schon direkt in den Mixer reinwerfen. Man kann das mit jedem Mixer machen. Mhm. Das nur mal zu sagen, es gibt jetzt mittlerweile auch beim Discounter solche Kochenmixer. Man kann hier so einen Smoothie-Maker nehmen oder so einen Standmixer. Mhm. Es geht auch mit dem Mixstab, allerdings ist das ein bisschen mühseliger, finde so, ich. Ja. Und ich habe halt nur das Ding. Was soll ich tun? Ja. Ne? So ungefähr so viel Gurke. Die restliche Gurke können wir beiseite legen. Schöne Mengenangabe. So viel Gurke. Ja, das steht ja dann alles im Rezept. Ja. Jetzt hacke ich das nur grob durch. Aber da bleibt die Schale dran. Da bleibt die Schale dran, ja. Okay. Die ist gewaschen, sauber. Und wie gesagt, da beißt man ja dann auch nicht drauf. Ne? Ja. So. Jetzt kommt da 300 Milliliter Tomatensaft und da kann man Karottensaft. Mhm. Da kann man eigentlich nehmen, welchen man möchte. Ich nehme mal ganz gern Biosäfte. Das wäre eigentlich eine Männersache gewesen jetzt. Ja, ich wollte es dir anbieten, aber du machst immer so. Ich bin zu schnell für ja, diese du Welt. Machst das schon und dann. Die Profiköchin macht das du schon. Du könntest den Knoblauch noch ein bisschen abschälen und kurz knapp durchhacken. Der muss da auch gleich rein. So. Dann kommt ein bisschen Öl muss ja rein, ne? Und ich habe heute Lein- und Dotteröl genommen. Das passt super gut mit den Früchten, die wir reingeben. Mhm. Ja, ich habe gerade schon mal dran gerochen. Das riecht wie ein Wald. Ja. Das ist wirklich. Das ist irre. Das ist also eine andere Pflanze als Leinöl, ne? Mhm. Ich weiß es auch nicht, aber. Ja, das Lein ist ja Flachs. Das Blaue. Okay. Was dann gelegentlich blüht. Wenn du in Richtung Saarland fährst, gibt es ganz viele. Da ist so eine, dieses Bliesgau. Mhm. Da kommt ganz viel Leindotter und auch Leinöl her. Reicht schon, okay. Da rein? Genau. Flapp. Dann machen wir ein bisschen Essig rein. Hier nehme ich Melonenessig oder Gurkenessig. Heute habe ich Gurkenessig. Man kann auch jeden anderen Fruchtessig nehmen oder auch einen weißen Balsamico. Mhm. Bisschen fruchtig, nicht zu spitz in der Säure. Und den nehmen wir dann auch zum Abschmecken, weil jeder Essig ist anders. Damit ein bisschen eher vorsichtig sein. Mhm. Hier kommt ein bisschen Süße, bisschen Apfelsüße. Gurke braucht auch mal ein bisschen Süße. Nur so ein Spritzer. Ja. Dann brauchen wir ein bisschen kalte Gemüsebrühe, die habe ich vorhin schon gekocht, abkühlen lassen. Und damit wir ein bisschen Substanz reinbekommen. Mhm. Auch selbstgemachte. So. Aber ein Chili, das darfst du. Wie, was denn, eine Prise? Zwei Prisen brauchen wir hier. Aveng sind zwei Prisen, okay. Ja. Und dann haben wir von der Dukka.
Magst du die, Marie? Mach erst mal den Chili da rein. Da habe ich gerade schon dran gerochen. Das riecht auch sehr gut. Das ist der Hammer. Und das geht sehr gut mit dem, mit der Papaya und der Karotte. Da ist also auch Kumin drin. Und auch der Schwarzkümmel. So. Zwiebel ist dran, das ist dran, das ist dran, das ist dran. Haben wir es, da können wir es einfach mixen. Wie machst du das denn überhaupt, dass du weißt, okay, das passt jetzt zusammen? Riechst du dann an irgendwas und denkst, oh, das passt zu Karotte oder probierst du das dann? Das ist Erfahrung. Also ich habe ja so eine kleine Geschmacksbibliothek im Kopf. Was schmeckt wie? Und dann schmecke ich das quasi, ich lese das und meist habe ich so ein Gefühl, das passt oder das passt nicht. Und dann muss man natürlich von der Dosierung immer ein bisschen aufpassen. Weil ich das meistens so mache, ich koche irgendwas und dann denke ich auch, pack mal das Gewürz mit rein und merke dann, na okay, schmeckt scheiße. Es wird jetzt mal kurz, ein bisschen Salz müssen wir noch machen, es wird mal kurz laut, weil die Brühe nicht gesalzen ist. Ich salze ja meine Brühen nicht. Können wir dann hinterher nochmal nachsalzen. Schnell. Ja, das ist ja ganz schnell gemacht. Wie gesagt, da ist jeder Mixer anders und sieht schon gut aus. Können wir noch mal gucken, ob das von der Konsistenz auch passt. Sieht ein bisschen aus wie Kürbissuppe. Sieht ein bisschen aus wie... Ein kleines bisschen, ich lasse noch ein bisschen durchlaufen. Kann noch ein bisschen feiner werden, aber sonst ist es ganz gut. So, und jetzt schmecken wir das schon ab. Ich leg's ja eh wieder da drauf. Das ist halt der Sauberkeitsfanatiker in dir. Hast du deinen Löffel? Mal gucken. Wir können gleich gucken, ob es geht. Brauchen wir fast nichts mehr machen. Fruchtig. Ist gut, wie sie ist. Kein Salz mehr, kein Zucker mehr. Ja. Keine Säure mehr. Soll ja eine... Ja, ist schön leicht, genug, ne? So, ja. Okay, und jetzt der Einfachheit halber fülle ich das jetzt hier rum und stelle das nochmal eine Stunde in den Kühlschrank, bevor wir dann das anrichten und ein bisschen von diesem gerösteten Schwarzkümmel und Paprika drauf machen. Okay. So, es ist schön durchgekühlt. Am besten entweder nochmal aufmixen oder nochmal gut durchrühren. Ne? Ich mache jetzt nochmal... Weil sich ja manchmal der Geschmack nach einer Weile verändert. Und? Nee. Nee. Ist wirklich gut. Machen wir das in so kleine Gläschen. Wie O-Saft mit Stückchen. Und dann? Damit wir auch ein bisschen was zu beißen haben, kommt auf so ein Gläschen pro Portion immer so ein. So einen Teelöffel frische Paprika rein. Und ich mag mich, lieb die. Die habe ich übrigens vorher geschält. Geschält und ganz fein geschnitten, mit einem Sparschäler schälen, damit man die Haut nicht so mit hat. Viele Leute vertragen bei der Paprika die Haut nicht so gut. Vertragen manche nicht. Und dann habe ich hier so eine Mischung aus Schwarzkümmelsamen und Sesam. Wer jetzt nur Sesam hat, nimmt nur Sesam. Und das kommt auch noch oben drauf. Das passt sehr gut zu der Dukka, mit der wir gewürzt haben, weißt du? Dukka habe ich jetzt, also haben wir ja gerade nachgeguckt, was alles drin ist. Aber falls man das jetzt nicht zur Hand hat, was kann man stattdessen nehmen? Wenn man es nicht hat, nimmt man ein bisschen Sesam, ein bisschen Kumin, ein bisschen Koriander. Also kein grünen Koriander, sondern diese Kugeln. Koriandersamen. Und die dann auch und pürieren. Die müssen oder? Richtig gemörsert werden oder gemahlen sein. Gibt ja gemahlenen Koriander. Kumin kann man gemahlen kaufen. Ja. Und dass man ein bisschen Sesam... Aber Sesampaste geht auch. Ah, Paste, ja, okay. Ja. Gibt es ja auch im Asia-Shop oder so. Ne? Ja. Okay. Tahina. Und jetzt? Probier. Du hast ja einen Löffel. Ja, ich bin vorbereitet. Ich vergesse das immer, dass du schon so gefräßig daherkommst. Ja. So, auf geht's. Ja, auf geht's. In richtig guten Restaurants wird es jetzt auf Eis serviert. Weißt du, da kommt diese. Aber ich finde es so schon kühl genug. Ja. Auch so, also ich habe ja Gazpacho noch nie gegessen, probiert, was auch immer. Echt nicht? Nee. Witzig, dass ich dann jetzt auch erstmal die extravagante Variante nehme mit Papaya, aber... Aber ich dachte mit den gerösteten Sesamkörnern da oben noch drauf und der Paprika. Wow. Leichte Schärfe kommt natürlich von dem Chili, ja, aber nicht zu penetrant. Ja.
Schön fruchtig. Also perfekt für einen richtig heißen Sommertag. Ich finde das so frisch so. Und so lecker. Ja. Und das kann auch jeder essen. Das können Kinder essen. Weil es echt mal ein bisschen anders schmeckt. Ja. Und geht sogar für Veganer. Oh mein Gott. Ja. Ja, es ist rein pflanzlich. Ein gutes Öl von dem Leindotter. Mhm. Ein bisschen schön Essig. Ich bin lecker begeistert davon. Und ja. Vor allem, wie schnell das geht. Du hast das schon alles, wenn man alles vorbereitet hat, in den Mixer und fertig. Ja. Und dann in den Kühlschrank. Da muss man nicht mal Sorge haben, dass es abkühlt, weil es soll ja abkühlen. Also ja, ist auch ein schöner Starter für eine Gartenparty, finde ich immer. Dass man schon mal so ein bisschen was Gesundes, was Frisches im Bauch hat, bevor die Wurst und das Steak kommt. Das fette Fleisch. Ja, finde ich cool. Ja, auf jeden Fall. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Super einfach. Gazpacho, super lecker. Papaya. Ja, Gazpacho. Versuch's mal. Papaya Gazpacho. Yummy. Mm.